Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Max ist wieder genesen, seine Stimme ist wieder da und dementsprechend kommentiert er heute in der dritten Person dieses Video. Wir spielen gegen den FC Ingolstadt und wir spielen gegen den FC Schalke 04. Wir sind am Ende der Hinrunde relativ erfolgreich gewesen, in Realität zumindest mit einem Sieg gegen Ingolstadt. Für Hannovers Verhältnis ist das ja schon fast viel zu krass. Und jetzt zum Ende der Rückrunde hin in der FIFA 16 Karriere läuft es auch sehr, sehr gut. Zuletzt gegen Gladbach 1:0 gewonnen, zu Hause vor heimischem Publikum. Jetzt soll es auswärts, in Ingolstadt klappen. Wie gesagt, Hinspiel in Realität 4:0 gewonnen. Rückspiel steht noch aus. Momentan in Realität Ingolstadt besser im Karrieremodus stehen. Wir auf Tabellenplatz 5. Das heißt, das internationale Geschäft ist nah. Und wir wollen natürlich heute das Ganze nochmal ein bisschen manifestieren gegen die Schanzer, das bewerkstelligen. Und ob das Ganze funktioniert, wir werden es auf jeden Fall in dieser Episode sehen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr wisst, es ist die beste Unterstützung, die ihr mir überhaupt geben könnt. Und ich muss dazu sagen, natürlich noch, wir stellen unsere Aufstellung komplett im Vergleich zur letzten Woche. Eine Sache noch ganz wichtig, ich werde euch, glaube ich, in dieser Episode zumindest beim nächsten Karrieremodus, irgendwann bei Newcastle oder irgendwann, ich werde euch zeigen, dass ich auf Legende spiele. Ich habe jetzt so oft gehört, Max, es kann gar nicht sein, dass du so gut bist, stell einfach mal den Schwierigkeitsgrad höher, ey. Leute, ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich kann nichts dafür, dass FIFA das Ganze so lapidar macht, dass wenn man Karrieremodus spielt, man sich irgendwann daran gewöhnt, wie der Computer spielt und dementsprechend gut ist. Und selbst wenn ich jetzt die Einstellung hochstellen würde, dass der Computer besser ist, beispielsweise irgendwie mehr Sprinttempo oder so, dann würde es vielleicht 2-3 Spiele dauern, wäre ich wieder dran gewöhnt und das macht's auch nicht besser. Also ganz ehrlich, es ist Karrieremodus, es ist FIFA, es kann nicht komplett realistisch sein, von daher beruhigt euch in der Hinsicht einfach mal, würde ich sagen, und genießt, dass wir hier ausnahmsweise mal ein bisschen Erfolg haben mit Hannover. Ich, für mich als 96-Fan, der normalerweise nur Kummer gewohnt ist, ist nochmal eine nette Abwechslung. Ich denke mal, das ist auch gar nicht mal so schlimm. Die Aufstellung sieht relativ stark aus, ihr seht schon, wir haben einige Stammspieler wieder zurück, unter anderem Samuel Randlinger, links Alain Saint-Maximin, rechts natürlich den Kollegen, der immer spielt, und zwar Uffe Bech, dann Albertus Nack auf der 10, Benchop im Sturm, und das Ganze werde ich gleich nochmal hören, deswegen höre ich jetzt auf, wünsche euch viel Spaß beim Spiel gegen die Schanzer und mir natürlich sehr viel Glück, damit wir 3 Punkte holen. Wir sehen uns gleich wieder. Hannover 96 zu Gast bei den Schanzern, zu Gast in Ingolstadt, und momentan sieht sehr gut aus für die Roten im puncto internationales Geschäft. Es scheint, als würden die 96er das erste Mal seit 2012 wieder im internationalen Wettbewerb dabei sein können. Allerdings ist es dazu notwendig, die nächsten Spiele gut zu bestreiten, und Ingolstadt ist da der nächste Gegner, der im Idealfall zu spüren bekommen soll, wie gut 96 momentan ist. Die Ingolstädter am Ende der Tabelle, Hannover auf Platz 5, momentan 2 Punkte Vorsprung von dem FC Schalke 04, die heute im Idealfall ausgebaut werden sollen, und das mit einer Elf, die deutlich stärker ist als die in den letzten Wochen gespielt hat, unter anderem gegen Borussia Dortmund der Pokalerfolg durch das Tor von Manuel Schmiedebach, der heute nicht dabei war, und natürlich auch der Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0, das Geheimrezept der 96er, die starke Defensive, weiterhin die beste Liga, 17 Gegentore bisher im Oberhaus, ist das absolut das Nonplusultra, was momentan möglich ist. Wir sehen hier gerade schon ein paar Leistungsträger, schauen wir aber zunächst einmal auf die Elf vom FC Ingolstadt. Özkan im Tor, davor dann Costa und Hübner zusammen mit Martin und Danilo in der Defensive, das heißt beide Brasilianer, ehemals Brasilianer, zumindest wenn man da Costa nimmt, auf der Außenbahn, davor Roger zusammen mit Pascal Groß und Almar Cohen und davor Stefan Lex, Lukas hinter sich und auf der linken Seite Matthew Lecky. Sehr, sehr starke Aufstellung auf Seiten vom FC Ingolstadt, wenn man bedenkt, dass die gerade mal aufgestiegen sind, nicht viel investiert. Am anderen Seite Hannover hat viel investiert. Randlinger im Kasten, davor Leandro Bakuna zusammen mit André Hoffmann, Salif Sané und Mikko Albornoz, Leroy Föhr, Ivar Fossum auf der Doppel-6, Albert Rusnak, Uffe Bech und Alain Saint-Maximin hinter Charlie Benchop. Die komplette Offensive vor der Abwehr. Alles Neuzugänge, die in der Saison oder vor der Saison 2015-2016 geholt wurden, aber größtenteils auch eingeschlagen sind, und genau das sollten sie heute unter Beweis stellen. Bei Ingolstadt natürlich die krasse Außenseiterchance und der Wille, hier Hannover einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir springen rein in die Partie und es ging genauso los, wie man es erwartete. Hannover war das bessere Team, aber sie kamen nicht zu Chancen, denn Ingolstadt hat hinten sehr gut drin und hatte selber die erste Chance auf ihrer Seite. Das ist Lukas Hinterseher, der in der Startelf, wie gesagt, stand, der Österreicher, setzt sich hier durch, der Schussversuch gehalten von Samuel Randling, aber die erste gute Annäherung auf Seiten der Ingolstädter. Es ging weiter mit den Schanzern. Wir sind nach knapp 40 Minuten mal wieder im 16er der 96er nach einem Eckball, aber der wird geklärt, und jetzt die Konterchance über Alain Saint-Maximin, der zunächst den Ball verliert, den sich dann mal nochmal wieder erobert und nach vorne stratzt, dann auf Albert Rusnak, der Slowake geht weiter, auch er verliert erstmal fast den Ball, aber kann den dann nochmal spielen, trotzdem dann der Ballverlust. Es lief nicht so wirklich bei Hannover, erst kurz vor der Halbzeit mal die Roten vor dem gegnerischen Kasten von Ramazan Özkan, das ist Albert Rusnak, Rusnak mit dem Versuch, klasse Parade von Özkan, es blieb beim 0:0 und auch der Nachschuss dann von Charlie Benchop nicht mehr gefährlich. Ingolstadt hier im Glück, dass es 0:0 blieb,
blieb. Allerdings ja, war es dann halt auch so. Und in der zweiten Halbzeit wollte Hannover dann immer mehr wissen, was Sache ist. Wir springen in die 60. Minute. Uwe Bech mit dem unnötigen Ballverlust. Es gab viele solche Aktionen, wo einfach der Ball verloren wurde, wo es gar nicht sein musste. Und Ingolstadt spielte das dann sehr, sehr clever und sehr, sehr gut, sodass kein Ballverlust überhaupt möglich war. Wir springen in die 67. Minute. Wieder Hannover 96 auf dem Weg nach vorne. Der Ball auf Charlie Benchop, erfolgreichster Torschütze der Hannoveraner. Der Ball in den Lauf von Leroy Ferber, der kommt nicht ran. Und das war, wie gesagt, das allgemeine Bild. Hannover versuchte es. Ingolstadt verwaltete das 0:0 und spielte ab und zu nach vorne, setzte Nadelstiche. Das ist Lukas Hinterseher, der irgendwie am Ball bleibt und sich zurückerobert. 18 Meter, der Schuss, 1:0. 78. Minute. Ingolstadt führt gegen Hannover 96. Der Außenseiter geht in Front und das ist nicht mal unverdient. Sie verwalten das Ergebnis gut, sie machten nach vorne nicht viel. Aber wenn, dann sah das deutlich besser aus als bei den 96ern, denn es war einfach viel, ja, viel strukturierter in der Offensive der Ingolstädter mit viel mehr Plan als gegen die starke Defensive auf Seiten von Hannover 96. Und dann ist der Schuss da. Radlinger kann nichts machen gegen seinen Landsmann und das Ding sitzt zum 1:0. Jetzt warf man alles nach vorne. Bakogo und Mike Steven Beere kamen rein für Charlie Benchop und natürlich auch für Albert Rosnack. Und jetzt sollte auf jeden Fall nochmal irgendwas nach vorne bewirkt werden. Und es gab nochmal zumindest die eine Chance. Und wir sind in der 86. Minute. André Hoffmann mittlerweile mit aufgerückt auf, ja, den eingewechselten Mori, Jesse Mori, aber abgefälscht und dementsprechend nicht mehr gefährlich. Letzte Szene eventuell. Jesse Mori mit der Flanke in die Mitte der Nachwuchsspieler. Die Ecke aber abgefangen. Und dementsprechend hatte Ingolstadt sogar nochmal über Konter die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Stefan Lex ist das hier in der 90. Minute. Klasse jetzt gleich in den Rückraum gespielt. Und im Rückraum, da steht Pascal Groß, aber der verzieht am Tor vorbei. War aber egal, denn das war die letzte Aktion der Partie. Der FC Ingolstadt gewinnt mit 1:0 überraschend gegen Hannover 96. Die Roten, die heute in Weiß spielten, können sich nicht weiter oben festsetzen und nicht weiter oben absetzen. Es sieht so aus, als ob es alles auf den letzten, ja, quasi Schritten die Saison entschieden werden würde. Spielt Hannover nächste Saison international oder müssen sie über den Pokalwettbewerb irgendwie nach Europa kommen? Ivar Fossum und Co. konnten heute nicht die Leistung abrufen, die sie gerne gemacht hätten. Es geht jetzt gegen Schalke, gegen Hoffenheim und gegen den FC Bayern. Alles andere als einfache Aufgaben für die 96er. Und das gerade, nachdem sie gegen Ingolstadt verloren haben. Bittere Niederlage für die Roten mit 0:1 bei den Schanzern. Das hätte definitiv nicht sein können und nicht sein müssen eigentlich. Normalerweise sollten wir solche Spiele gewinnen und wir sollten solche Spiele für uns entscheiden, damit wir einfach die Punkte mitnehmen auf dem Weg nach Europa. Momentan ist das Ganze ein bisschen eingerostet und das ist natürlich alles andere als schön. Jetzt muss gegen Schalke, gegen den direkten Konkurrenten, unbedingt ein Sieg her, um zumindest die Chancen, die guten Chancen zu wahren, dass wir irgendwie nach Europa kommen. Ob das der Fall sein wird, wir werden es sehen. Ich hoffe es auf jeden Fall und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn daran glaubt, dass wir in den nächsten Episoden irgendwie noch den Weg nach Europa bestehen werden oder ob wir tatsächlich über den Europa League Weg beziehungsweise über den Pokalweg irgendwie gehen müssen. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich bin gespannt, wie es selber laufen wird. Aber jetzt geht gleich, wie gesagt, gegen den FC Schalke 04 wird eine interessante Partie und ihr seht, es gibt schon wieder ein paar Pixelfehler. Allerdings kann ich euch beruhigen, das ist während des Spiels gleich mir zumindest nicht weiter aufgefallen, außer im Startbildschirm der Partie. Ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, woran es lag, aber ich denke mal, ihr kennt es mittlerweile. Es ist momentan nicht so nice mit meinem PC. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich läuft alles super, aber diese Pixelfehler treten immer wieder auf. Ich musste jetzt leider Gottes auch, weil die Soundaufnahme verkackt war, die nächste Deal-With-Episode löschen und nochmal neu aufnehmen. Alles nicht so ganz ideal, deswegen kommt heute noch ein anderes Video zusätzlich, aber ich denke mal, auch darüber werdet ihr euch freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für das gute Feedback bei den letzten Episoden beziehungsweise bei den letzten Videos allgemein. Ich freue mich da extrem drüber, gerade dass die Vlogs so gut ankommen und ich entschuldige mich, dass ich krank war und dass ich einen Vlog mache, der aus meinem Bett ist. Ihr habt Ansprüche, Freunde, unglaublich, seid auch froh, dass ich überhaupt ein Video mache. Wir gehen rein ins Spiel gegen FC Schalke 04. Ich wünsche euch viel Spaß in der Allianz Arena und bis gleich. Ja, die Arena erwartete den FC Schalke 04 Hannover 96 kurz vor Ende der Saison nochmal eingeknickt. Gegen den FC Ingolstadt 0:1 Auswärtsniederlage durch das Tor von Lukas Hinterseher. Man hatte offensiv nicht gut ausgesehen, defensiv zwar gut gestanden, aber dann dieser eine Nadelstich, der war zu viel für die Defensive von Hannover 96 und dementsprechend war das Ganze nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man nach Europa einziehen sollte. Momentan steht Schalke ja einen Punkt hinter den Hannoveranern. Dortmund punktgleich auf Tabellenplatz 6 mit dem Tabellenfünften aus Hannover, die nur aufgrund der besseren Tordifferenz überhaupt da oben stehen. Und da liegt das große Manko der 96er. Zwar die beste Defensive der Liga mit nur 18 Gegentoren, aber auch einer der schwächsten Offensiven. Es läuft offensiv nicht so. Das liegt auch vor allem daran, dass die Stürmer nicht so gut treffen. Auf der anderen Seite haben wir da in der Via am Fließband trifft Neuzugang Pablo Biasi, eigentlich Flügelspieler der Argentinier, allerdings mit einer ganz, ganz starken Saison und dementsprechend unter den Top 5 Torschützen der Bundesliga vertreten. Er sollte heute natürlich für Gefahr sorgen. Bei Hannover sollte Benchop für Gefahr sorgen. Der Niederländer stand in der Startelf dahinter. Radlinger, Bakuna, Hoffmann, Sané und Oliver Sorg. Leroy Föhr und Ivar Fossum auf der Doppel 6. Felix Klaus zusammen mit Alain Saint-Maximin
Maximov auf den Außenbahnen, Albert Rusnak und Charlison Benchop, die beiden in der Sturmspitze. Natürlich Rusnak ein bisschen zurückgezogen, allerdings die große Überraschung, Bech war nicht dabei, dafür Felix Klaus aus Leistungsgründen gegen Ingolstadt war der Deutsche in den Kader gerückt. Ferman Uchida zusammen mit Marte Bövedes und Aogo in der Defensive bei den Königsblauen. Höger und Geist davor, Sidney Sam, Leon Goretzka und Pablo Piatti in der Offensive hinter Erik Maxim Choupo-Moting, heute der Kameruner, die alleinige Sturmspitze. Klaas-Jan Hünteler stand nicht bei den Schalkern in der Startelf. Er war der Mann, der alles ja quasi zum Guten wenden sollte für die 96er. Charlison Benchop, der Niederländer, er stand alleine vorne drin, hat Mevlüt Erdinç wieder verdrängt, genauso wie Jerry Mbakogu. Mal schauen, wie das heute laufen sollte. Wir springen rein in die Partie und die erste Chance gab es auf Seiten von Hannover 96, die in der Anfangsphase das deutlich bessere Team waren. Das ist Oliver Sorg mit dem Ball auf Felix Klaus und der deutsche Jungnationalspieler mit der ersten Gelegenheit. Allerdings noch nicht erfolgsversprechend, beziehungsweise noch nicht erfolgreich. Es ging weiter über den Deutschen. Felix Klaus wird hier erstmal am Schuss gehindert, versucht es dann nochmal knapp am Kasten vorbei. Er war sehr engagiert in der Anfangsphase, machte deutlich besseren Eindruck als Uffe Bech zuletzt gegen Ingolstadt. Dann mal Leon Goretzka, andere Seite, Schalke wachte nach einer halben Stunde auf, aber gefährlich wurde es erstmal nicht. Samuel Radlinger fängt den Ball, wäre sowieso abseits gewesen von Erik Maxim Choupo-Moting. Es ging weiter mit den Schalkern, die jetzt ein bisschen in der Offensive mehr nach vorne taten. Das ist Leon Goretzka mit der Flanke in die Mitte, aber wieder abgewehrt von Radlinger, klasse Reflex des Österreichers. Und weil Schalke mehr nach vorne tat, ergaben sich Räume für die 96er. Das ist Leroy Föhr gegen Dennis Aogo, klasse durchgesetzt, geht in den 16er, der Pass auf Charlie Benchop, klasse Parade von Fährmann. Es blieb beim 0-0, aber nur, weil die Niederländer hier am guten reagierenden Schalker Keeper scheiterte. Die Ecke von Rusnak, Fossum mit dem Kopfball nochmal abgewehrt. Es war eine Frage der Zeit, bis Schalke hier einbrechen sollte, denn die Räume, sie waren einfach zu groß für die 96er. Das ist Felix Klaus, setzt sich außen klasse durch, geht in den 16er, ganz alleine spielt den Ball auf Albert Rusnak und der macht das 1-0. Sechste Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Es hatte eine Verletzungspause gegeben in der Nachspielzeit selber. Dementsprechend ließ der Schiedsrichter so lange nachspielen und Rusnak nutzt das aus. Klaus hier mit dem klasse Solo. Sein Einsatz hat sich direkt gelohnt und dann der Ball auf Rusnak, der steht nicht gedeckt, kriegt den Ball halt in den Rücken, aber macht das trotzdem klasse. Fährmann chancenlos und das 1-0 für Hannover. Der Slowake zur Halbzeit der Matchwinner, die Fans sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Hutten. Und in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Schalke versuchte es und ließ viel zu große Räume für die 96er. Direkt ja, war der Slowake wieder im Mittelpunkt, kriegt hier den Freischuss nach dem Foul von Leon Goretzka zugesprochen und dementsprechend keine schlechte Situation. Leroy Föhr kann das gut, der kann die Bälle nämlich stark reinschlagen und zwar auf Albert Rusnak und der mit dem Kopfballversuch. Er war richtig aktiv, er wollte unbedingt seine Mannschaft hier weiter in Front bringen, aber er war es dann nicht. Es war ein anderer, es war Alain Saar-Maxima. Zu schnell für Atsuto Uchida auf der Außenbahn. Sie ließen ihm viel zu sehr Platz. Sie ließen ihn passieren. Er geht in die Mitte vorbei am nächsten Verteidiger und macht es alleine 2-0. 53. Minute, die 2-Tore-Führung für Hannover 96. Das Problem ist die Offensive. Sie schießen zu wenig Tore, aber jetzt haben sie zumindest schon mal eine Absicherung. Klasse Solo von Alain Saar-Maximin. Das war wunderbar gemacht gegen Uchida. Und auch Martin kommt da gar nicht richtig in den Zweikampf rein mit dem jungen Franzosen. Und der macht das dann mit aller Ruhe und schießt den Ball in die lange Ecke. Fährmann chancenlos. Es stand 2-0. Und es ging weiter mit Hannover 96. Charlie Benchop, den Niederländer, diesmal mit dem Freistoß reingebracht auf Oliver Sorg. Der kommt nicht an, Fährmann ist da. Aber Hannover versuchte trotzdem die Führung weiter auszubauen, spielte weiter aktiv nach vorne. Und es gelang ihnen sehr vieles, weil Schalke einfach auch nicht so gut nach vorne spielte. Wir sehen hier Uchida mit dem Ballverlust gegen den eingewechselten Mori. Und der junge Franzose, der für den anderen jungen Franzosen Saar-Maximin gekommen war, setzt sich hier außen klasse durch, geht in den 16er. Wunderbares Dribbling des Franzosen abgefälscht. Da ist Mbakogu ebenfalls eingewechselt. Das 3-0 dachten zumindest viele auf den Rängen. Aber es war abseits vom Nigerianer. Es war nicht die nächste Vorlage von Mopi. Es war ja das 2-0 weiterhin. Was Bestand hatte Pablo Piatti da mit dem Ball auf Marte mit aufgerückt. Aber Radlinger ist da 85 Minuten durch. Und es sah so aus, als ob Hannover ja in die Europa League einziehen sollte. Denn das ja, Spiel sollten sich nicht mehr nehmen lassen. Wieder Mori, der mit der Konterchance gegen Pierre-Emil Højbjerg ist zu schnell für den Dänen. Hat das vorher klasse gemacht gegen Uchida. Geht in den 16er und ist dann diesmal ein Stückchen zu uneigennützig. Ball verschenkt. Benchop nochmal mit der Schuss. Chance legt nochmal auf Fossum, aber der kommt nicht mehr zum Abschluss und dementsprechend blieb es beim 2-0. Trotzdem gutes Ergebnis für Hannover, sie gewinnen gegen den FC Schalke 04 und stehen damit ganz, ganz knapp vor der Europa League. Schalke hat in der ersten Halbzeit viel versucht, war sehr, sehr intensiv in diese Partie reingegangen, allerdings ja nicht mit genug Torchancen, nicht mit genug Zug zum Tor und das war das große Manko, denn es ergaben sich Räume in der Defensive und die wusste 96 eiskalt auszunutzen. Alain Saar-Maximin war der Matchwinner zusammen mit Albert Rusnak. Rusnak wurde zum Man of the Match gewählt, aber Saar-Maximin hat mit seinem Tor alles klar gemacht. Der Franzose wird immer wichtiger für 96, genauso wie der Slowake. Mal sehen, wie es wird, wenn sie tatsächlich nach Europa kommen sollten, ob man sie halten kann. Schalke, bei denen sieht es nicht so gut aus. Sie verlieren 2-0 und sie verlieren am Boden gegen 96.
2:0 gegen Schalke. Das ist unglaublich. Das Hinspiel haben wir 0:0 gespielt bei nebligen Verhältnissen in der Felddienstarena. Und jetzt gewinnen wir tatsächlich. Und das ohne relative, beziehungsweise ohne größere Probleme. Denn das war alles andere als gut von Schalke gemacht. Offensiv nicht wirklich gefährlich. Ohne Klaas-Jan Hündeler ging da nicht wirklich was. Und defensiv, naja, Uchida haben wir zweimal, beziehungsweise dreimal sogar auseinandergenommen. Und auch wenn über die Seite nur ein Tor gefallen ist, hatten wir immerhin auf der anderen Seite auch noch, ja, den Aogo, der auch nicht so gut ausgesehen hat, gegen Felix Klaus, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Also, ihr habt gesagt, ich soll den öfter mal spielen lassen. Ich hab's gemacht, ich hab's nicht bereut. Er hat mit seinen Leistungen einiges wiedergezahlt und dementsprechend stehen wir momentan mit 4 Punkten Vorsprung vor dem FC Schalke 04 auf Tabellenplatz 5, punktgleich mit Dortmund. Es wird sich also entscheiden, ja, ob wir hier irgendwie noch verkacken an den letzten beiden Spieltagen gegen Bayern und gegen, ja, Hoffenheim. Wir haben 4 Punkte Vorsprung, normalerweise sollte da nichts mehr passieren. Und ob wir dann Fünfter werden oder Sechster, das ist eigentlich die einzige Frage, die wir noch beantworten müssen. Dortmund ist die große Frage. Überholen sie uns noch? Schalke, kommen sie noch mal ran? Momentan -4 im Torverhältnis und dazu -4 Punkte. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Bayern ist bereits durch. Bayern ist Meister. Hoffenheim hat sich tatsächlich auf Platz 3 mittlerweile gesneakt. Ist auch relativ uneinholbar. Die werden in die Champions League einziehen. 5 Punkte haben sie, 6 Punkte sogar, haben sie Vorsprung vor uns. Und auch wenn es das schlechtere Torverhältnis, haben sie das sehr, sehr gut aus. Gladbach scheint auch einzuziehen in die Champions League. Und es entscheidet sich zwischen uns, Dortmund und Schalke, wer in die Europa League kommt. Wir haben auch noch den Pokal als Chance, also wir haben mehrere Chancen, aber irgendwie wollen wir es doch über die Liga schaffen. Mal sehen, ob wir es ja auch so bewerkstelligen können. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao, Mann. Haut rein und ciao, Mann. Haut rein.